Der Nagel von der Automechanikerin ist abgebrochen. Eine Bauarbeiterin schminkt sich mit Zement. Seht euch Wuhus neues Video an, wie sich Mädchen verhalten würden, wenn sie Männerjobs ausüben würden. Ein Moment. Alles klar, du kannst durch. Gefahr, Gefahr. Ich kann dich nicht mit einer Flasche Wasser in den Club lassen. Aber das ist das teuerste Wasser der Welt. Ich weiß. Ein Selfie mit etwas Wasser. Harte Mädels können auch was auf Instagram posten. Lass uns zusammen abhängen. Ich hol dich um 4 Uhr ab. Oh nein, ich habe nicht viel Zeit. Und wie ich wieder aussehe. Was soll ich machen? Mein Auto ist der beste Stylist. Ich werde mein Haar mit Öl stylen. Was für ein cooler Look. Der Schmutz aus dem Auspuffrohr wird mir Smoky Eyes zaubern. Hier war doch irgendwo ein Kleid. Und was ist mit meinen Schuhen? Solche Arbeitsstiefel sind jetzt angesagt. Ich bin bereit für mein Date. Was für ein schöner Tag. Was könnte ich zur Arbeit anziehen? Mal sehen. Das habe ich gestern getragen. Das ist vom letzten Jahr. Nein, das auch nicht. Das ist total out. Aber dieser Einteiler ist perfekt. Weiß ist immer in Mode. Der Schutzhelm ist auch weiß. Oh nein, der passt nicht zu meinen Nägeln. Ich brauche ein bisschen Farbe. Gut, dass ich einen Roller habe, um meinen Helm anzumalen. Das sieht doch schon viel besser aus. Ein Chanel-Eimer und schon kann's losgehen. Eine Holzfällerin zu sein, ist total cool. Ich bin umgeben von frischer Luft und natürlicher Schönheit. Aber ich will auch schön sein. Ich habe Spliss. Oh nein, ich brauche einen Haarschnitt. Sofort. So, fertig. Meine neue Frisur ist perfekt. Hallo, Hübscher. Du kannst durch. Stopp, du nicht. Aber mein Freund ist da drin. Achte auf meinen Finger. Er zeigt dir den Ausgang. Meine Schicht ist vorbei. Warte auf mich. Ich bin auf dem Weg. Oh, yes. Meine Lippen sollten genau wie dieses Auto strahlen. Was ist mit meinem Auto? Ist das fertig? Noch nicht. Ich poliere es gerade. Komm später wieder. Klopf, klopf. Ist mein Auto fertig? Sorry. Ich habe Mittagspause. Ich habe noch etwas zu erledigen. Ich werde meine Musik aufdrehen. Hallo, La La Land. Wann wird mein Auto fertig sein? Siehst du nicht, dass es 2 Autos gibt und ich bin allein? Kümmere dich doch selbst um dein Auto. Ciao. Ich muss etwas Farbe verdünnen. Jetzt ist die Farbe perfekt. Ich kann anfangen. Diese Wand wird nie wieder dieselbe sein. Ups. Oh. Aber irgendwie gefällt's mir. Es ist ein neues Design. Ich füge noch etwas Farbe hinzu. Jetzt kann ich hier ein ganzes Fotoshooting machen. Der Kunde wird es bestimmt mögen. Ein Picknick mit einer Holzfällerin kann gefährlich sein.
Oh, wir haben ein Messer vergessen. Wie sollen wir das Brot schneiden? Ich schau mal in meiner Tasche nach. Oh, eine Kettensäge. Ich habe vergessen, sie nach der Arbeit rauszunehmen. Ich schneide jetzt alles zurecht. Moment, Holzfällerin. Ich habe ein Taschenmesser. Das ist sicherer. Unterschätzt niemals ein Mädchen. Besonders, wenn sie als Türsteherin in einem Nachtclub arbeitet. Bleibt sofort stehen. Ich kann euch nicht reinlassen. Was? Ha, versucht doch, uns aufzuhalten. Hey, lasst das Mädchen in Ruhe. Danke, Kumpel. Aber ich krieg das auch allein hin. Und du kommst nicht rein. Der Tag hat gerade erst begonnen und ich bin jetzt schon müde. Ich will ein Nickerchen machen. Das ist zu ungemütlich, zu hart und hier passe ich nicht rein. Komm schon, Auto. Ich will schlafen. Oh, ein Airbag. So ist es schön weich. Süße Träume. Puh, was für ein Tag. Bevor ich die Wände streiche, schminke ich mich. Das Puder ist leer. Und die Grundierung auch? Das gibt's doch nicht. Aber Bobby, die Baumeisterin, hat immer alles parat. Spachtelmasse und Farbe werden mich nie im Stich lassen. Wahnsinn! Ich sehe super aus. Das Make-up-Upgrade ist mir gelungen. Was ist mit meinen Haaren? Mein treuer Spachtel ist immer bei mir. Kabelbinder halten meine Haare besser als Haarspangen oder Haargummis. Mein Look ist fertig. So kann ich mich sehen lassen. Oh Mist, heute hat mein Freund Geburtstag. Aber Geld wächst nicht auf Bäumen. Eine echte Holzfällerin kann für jedes Problem eine Lösung finden. Ich gehe auf die Jagd. Ich werde mit meinen eigenen starken Händen ein Geschenk herstellen. Alles Gute zum Geburtstag. Wow, eine neue Holzdeko für unser Zuhause. Das ist echt lieb von dir. Ich werde es zu den anderen legen. Autsch! Oh Mist, mein Nagel. Ich kann ja diese schöne große Pfeile benutzen. Vielleicht eröffne ich ein Nagelstudio in der Garage. Was für ein leckeres Abendessen. Aber es ist nur noch ein Zahnstocher übrig. Wir teilen ihn. Wozu die Mühe? Die Holzfällerin kann mit nur einem Schlag 100 neue Zahnstocher herstellen. Das war total einfach. Wie fandet ihr unser Video? Schreibt uns, was euch am besten gefallen hat. Der Holzfäller-Haarschnitt, das Make-up der Bauarbeiterin oder der stylische Look der Automechanikerin? Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!